So, einen wunderschönen guten Nachmittag, guten Abend, muss man eigentlich schon fast sagen. Der Felix von Riot ist mit in der Leitung und wird auch gleich den Bildschirm von mir zugeteilt bekommen. Erstmal allen einen recht herzlich wunderbaren, schönen Abend. Wir freuen uns darauf, oder vielmehr der Felix freut sich darauf, euch den nächsten Teil der Webinar-Serie, die bis zum Ende des Jahres wohlgemerkt läuft, immer so in etwa so Mitte des Monats, starten wir mit einem Teil, wo es um die VV GmbH geht, eine vermögensverwaltende GmbH. Sehr, sehr interessant. Natürlich hat das nicht direkt mit dem Traden zu tun, sondern es ist mehr so außerhalb, muss man ja sagen. Aber nichtsdestotrotz für die persönliche Vermögensbildung, fürs Trading, für die Verlustverrechnung, das ist das, was ja heute Thematik ist, sehr, sehr interessant. Somit freue ich mich auch, das mir anhören zu dürfen und auch nebenbei vielleicht mal die eine oder andere Frage einwerfen zu dürfen. Und ich würde den Bildschirm und dann auch natürlich direkt die Worte zu Felix lenken und begrüße dich, Felix. Hi. Moin, liebe Grüße aus Frankfurt heute mal. Haben wir eben schon, da habe ich eben schon gehört, der ist in Frankfurt. Wer aus Frankfurt ansässig ist, der weiß, dass da heute wohl irgendwie ganz schön viel Fußball als Thematik im Raum steht. Und wir hoffen, dass du nicht weggefangen wirst. Ja, nee, wir haben heute tatsächlich hier unser Community-Event heute Abend mit wo wir viele Kunden treffen. Und deswegen bin ich tatsächlich heute auch in Frankfurt und mache dieses Webinar mal aus dem Hotelzimmer. Perfekt, cool, Aber ja. ich guck mal, dass ich alles richtig einstelle. Und Genau. dann geht's auch gleich los. Nochmal Vollbild. So, ich freue mich sehr darauf, heute wieder hier zu sein und euch ein bisschen mehr zur GmbH zu erzählen. Wie schon gesagt, die GmbH ist jetzt eher peripher mit dem Trading. Aber tatsächlich ist es so, dass das ganze Thema Steuern und Steueroptimierung einen unglaublich großen Hebel hat. Denn Steuern sind die höchste Ausgabe eines jeden Deutschen, noch vor Auto, Lebensmitteln oder Wohnen. Von daher lohnt es sich auch dort anzusetzen. Und erstmal ein Risikohinweis an dieser Stelle. Also ihr wisst, dass also zum einen, ich bin kein Steuerberater. Ich darf also keine steuerliche Einzelfallberatung machen. Ich möchte euch hier nur darauf hinweisen, wie das deutsche Steuerrecht allgemein funktioniert und was die GmbH dabei zu tun hat. Wenn ihr wirklich eine Einzelfallberatung braucht, dann vermittle ich euch gerne an einen unserer Partnersteuerberater. Und daneben gibt es natürlich auch noch den Hinweis zu den Risikohinweis und Haftungsausschluss zu den eigentlichen Trading-Produkten. Wie ihr wisst, ist es so, dass bei CFDs die meisten Leute Geld verlieren. Und daher an dieser Stelle dieser Risikohinweis. So, dann kann ich mich erstmal vorstellen. Ihr seht mich, Felix. Ich bin einer der zwei Gründer von Riot. Ich habe vorher in einem Immobilien-Private-Equity-Fonds gearbeitet. Ich habe also nicht so viel mit Wertpapieren zu tun gehabt, sondern ich habe eher immer Immobilientransaktionen im Rahmen von 50 bis 150 Millionen Euro pro Objekt betreut. Dabei gab es aber immer sehr, sehr viele steuerliche Themen, wie ihr euch vorstellen könnt, weil natürlich jede Transaktion auch immer steueroptimiert laufen sollte. Davor habe ich eine eigene Softwarefirma gegründet namens NewStore, die habe ich 2015 verkauft. Als ich dann meinen Exit-Erlös hatte, habe ich aber dann auch privat mit den Wertpapieren angefangen. Und von daher hoffe ich, dass ich da ganz kompetent bin, heute eure Fragen zu beantworten. Das bringt mich zum nächsten Punkt. GoToWebinar hat ja eine Frage-Antwort-Funktion. Nutzt die bitte reichlich, schreibt mir Fragen und ich gucke, dass ich die beantworte. Entweder direkt in den Slides, oder zum Ende hin. Also nutzt das gerne. So, dann steigen wir ein. Ich fange noch Ganz mal kurz von an mir bei mal der. zwischengeschossen. Entschuldige, Felix, siehst du die Fragen? Das weiß ich jetzt nicht genau. Siehst du die Fragen? Ich hab eine Fragenliste, aber ich habe da noch keine einzige Frage drin. Warte mal, dann gucke ich noch mal ganz kurz. Entschuldige bitte, dass ich noch mal zwischengegrätscht habe, weil dann mache ich die noch zum Ja, alles gut, Organisator. Dann aber können wir das sehen. Gucke mal jetzt. Siehst du das jetzt? jetzt sehe ich Fragen. Genau, perfekt, super. Okay, Na, dann bin ich schon wieder weg, super. mach weiter. Entschuldigung. Mache ich. So, dann bis jetzt gibt es nur schöne Grüße in den Fragen.
Schöne Grüße zurück. So, dann fangen wir an. So, lass mich ganz kurz das Fragenfenster ein bisschen kleiner machen, damit ich auch sehe, was ich euch erzähle. Und dann geht's los. So. Genau, zunächst einmal ein paar Hinweise zur GmbH, die immer wieder wichtig sind zu wiederholen. Vielleicht erstmal das Allerwichtigste. Steuern zahlt man in der GmbH anders, als man sie privat zahlt. Privat ist die Logik so, ich habe ein Einkommen, also zum Beispiel eine Dividendenzahlung auf eine Aktie. Dann zahle ich Steuern, zum Beispiel die Abgeltungssteuer, und dann muss ich meine Ausgaben mit versteuertem Geld bezahlen. In der GmbH ist das anders. In der GmbH wird nicht mein Einkommen versteuert, sondern meine Gewinne. Das heißt, ich habe zunächst meine Einnahmen, davon ziehe ich die Ausgaben ab. Und die eigentliche Steuer zahle ich dann auf den Gewinn. Ein Fehler, der immer wieder gemacht wird, ist, dass man darauf schaut, wie der Steuersatz ist, und man vergleicht dann den privaten Steuersatz 1:1 mit dem Firmensteuersatz. Das funktioniert aber gar nicht, weil ich eben eine ganz andere Bemessungsgrundlage habe. Einmal nämlich wirklich Einkommen und einmal Gewinne. Warum ist das so wichtig? Naja, privat könnt ihr keine echten Kosten ansetzen. Privat könnt ihr nur den Sparerpauschbetrag bis 801 Euro ansetzen. Danach ist Schluss. In der GmbH ist das anders. In der GmbH könnt ihr alles ansetzen, was mit der Gewinnerzielungsabsicht zu tun hat. Wichtig ist das Wort Absicht. Es müssen also nicht unbedingt Gewinne entstehen. Und man kann in der GmbH nun ganz viel absetzen. Ja, Elektronik, Hardware, alle Fortbildungen, aber auch sowas wie zum Beispiel die Leverage-Zinsen, auch alle Beratungskosten. Und je mehr man mit seiner GmbH macht, desto mehr kann man auch ansetzen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich mache viel mit Immobilien, also kann ich auch problemlos den Akkuschrauber über die Firma kaufen. Ob ich damit mal privat eine Schraube reindrehe, ist dabei natürlich irrelevant. So, und ein Punkt, den ich immer gerne reinbringe, weil der immer wieder gefragt wird. Eigentlich lohnt sich die GmbH schon, wenn man einen Firmenwagen hat. Jetzt fragt ihr euch sicher, was ein Firmenwagen in einer Trading GmbH, die ich zum Trading nutze, damit mit der Gewinnerzielungsabsicht zu tun hat. In diesem Fall nichts, aber ihr habt die Möglichkeit, den Firmenwagen als Teil der Geschäftsführervergütung zu nehmen. Und normalerweise ist das so in Deutschland, wenn man einen Firmenwagen kriegt, zahlt die Firma die gesamten Kosten, also Werkstatt, Winterreifen, Sprit, was euch da einfällt. Und privat versteuert man 1% des Bruttolistenpreises. Ich selber fahre tatsächlich ein Tesla Model 3. Das hat einen ganz großen Vorteil, denn bei Elektroautos zahlt man nur 0,25% des Bruttolistenpreises. Und das führt tatsächlich dazu, ihr seht es ja auf der Slide, dass ich für meinen Tesla 64 Euro Privatgeldwerten Vorteil zahle, also das ist dann die Steuer, die ich zahle. Mir fehlen also privat 64 Euro im Monat. Dafür trägt aber die gesamten Kosten des Autos meine Gesellschaft, also bis hin zur Parkplatzmiete. Und das lohnt sich richtig, weil ich dieses dann ja eben nicht mehr mit versteuertem Geld zahle. Also wenn ihr sonst ein Einkommen habt, dann sind Sozialabgaben drauf. Da habt ihr irgendwie, wenn ihr einigermaßen gut verdient, bleibt noch die Hälfte übrig und von dieser Hälfte müsst ihr dann das Auto zahlen. Bei mir ist das anders. Ich kriege Dividenden, dann wird mein Auto bezahlt und dann, was dann als Gewinn übrig bleibt, das wird besteuert. Und deswegen sage ich immer, wer auch immer so ein Auto in der Preisklasse über 40.000 Euro fährt und nimmt das als Firmenwagen, für den lohnt sich eigentlich die GmbH schon sofort. So, aber jetzt zum Thema Steuern. Ich hoffe, ihr habt das ganze Thema Kosten verstanden. An dieser Stelle sei mir noch erlaubt zu sagen, Kosten in die GmbH verschieben ist ein ganz großer Performance-Faktor. Also sehr, sehr viele Leute konzentrieren sich immer auf die Steuersätze. Aber ganz ehrlich, wenn ich privat, ich habe ein Firmenfahrrad, ich habe ein Firmenauto, ich habe ein Firmen-MacBook, ich habe ein Firmen-Handy. Mein Internet zu Hause brauche ich ja nur für mein Firmenarbeitszimmer. Ich zahle diese ganzen Kosten nicht mehr privat. Das heißt, ich zahle das alles nicht mehr von versteuertem Geld. Und das ist ein richtig, richtig großer Hebel, der immer wieder vergessen wird. So, aber jetzt Thema Steuern.
Grundsätzlich ist das so, dass eine GmbH, übrigens, was ich heute sage, gilt für alle Kapitalgesellschaften, also auch für die UG oder die Aktiengesellschaft. Grundsätzlich ist das so, dass eine GmbH 15% Körperschaftssteuer zahlt. Auf diese Körperschaftssteuer kommt der Soli, ja, und ich zahle ein Gewerbesteuer, ich zahle die Gewerbesteuer, die ist deutschlandweit bei 3,5%. Und darauf kommt ein Gewerbesteuerhebesatz. In Berlin liegt er bei 410%. Da ist auch ungefähr der Schnitt. Das heißt, so eine GmbH kommt erstmal auf ungefähr 30% Steuern. Jetzt schwankt aber dieser Gewerbesteuerhebesatz sehr stark. Also ihr habt in Berlin-Schönefeld, wo wir unseren tollen neuen Flughafen haben, weniger als die Hälfte des Hebesatzes, den ihr zum Beispiel in München habt. Im Folgenden, in der ganzen Präsentation rechne ich vereinfacht mit 30%. Seid euch einfach bewusst, es hängt von eurem Hebesatz ab. So, 30% hört sich jetzt erstmal nicht ganz so toll an, aber ihr seht hier links die GmbH-Steuersätze. Die Steuern variieren sehr stark, je nachdem, woher die Gewinne kommen. Es gibt nämlich eine ganze Reihe Sonderregeln. Und wenn ihr guckt, zum Beispiel Kursgewinne auf Aktien werden nur mit 1,5% besteuert. Warum das so ist, erzähle ich euch gleich. Oder die vermietete Immobilie nur mit 15,8% anstatt voller Einkommensteuer. Ganz detailliert könnt ihr es hier nachsehen. Ich lese euch jetzt diese Tabelle vor. Nee, ehrlich gesagt ist diese Tabelle nur hier drin, damit, wenn ihr hinterher das Webinar euch nochmal anguckt, auch wirklich wisst, wie ihr richtig nachschauen könnt, wie die einzelnen Steuersätze zusammenkommen. So, wir gucken uns jetzt mal die Steuersätze der einzelnen Anlagen in der GmbH an. Und wir fangen an mit der Aktie. Grundsätzlich gibt es eine besondere Regel, wenn eine Kapitalgesellschaft an einer anderen Kapitalgesellschaft beteiligt ist. Umgangssprachlich spricht man vom Schachtelprivileg. Das soll Mehrfachbesteuerungen vermeiden. Stellt euch vor, ihr hättet 5 GmbHs übereinander, also eine richtig schöne Konzernstruktur. Und auf jeder Ebene werden 30% Steuern gezahlt. Das macht dann irgendwie wenig Sinn. Und deswegen gibt es den Paragraph 8b. Der Paragraph 8b stellt grundsätzlich Gewinne zu 95% steuerfrei. Was bedeutet das? Wenn ihr 100 € Gewinn macht, sind davon 95% steuerfrei. Und auf die verbleibenden 5 € zahlt ihr dann den Steuersatz von 30%. Damit landet ihr dann bei einem echten Steuersatz von 1,5%. Das gilt, wenn ihr mit Gewinn verkauft, immer. Bei den Dividenden gibt es allerdings eine Ausnahme. Bei Dividenden greift die 95-prozentige Steuerfreiheit nur, wenn ihr mehr als 15 bei Körperschaftssteuer oder 10% bei Gewerbesteuer der Tochtergesellschaft haltet. In der Regel habt ihr bei Aktien Streubesitz, sodass man sagen kann, dass Veräußerungsgewinne mit 1,5% besteuert werden, Dividenden am Ende in den 30% landen. Aber wie gesagt, von der Dividende wird erstmal euer Auto, euer Computer, euer Bloomberg Terminal, eure Seminare, eure Bewertungsbelege abgezogen. Und nur auf den Gewinn zahlt ihr das dann. Schön ist diese Konstruktion übrigens auch für alle Unternehmer. Also ich zum Beispiel halte ja Anteile an der Right GmbH und ich halte die nicht persönlich, sondern ich halte die über eine Holding. Und da ist dann das Schöne, weil ich deutlich mehr als 15% habe, dass das dann natürlich auch gilt, auch wenn ich Dividenden bekomme. Und deswegen ist diese 8b auch besonders schön für alle Unternehmer geeignet und nicht nur für alle Aktieninvestoren. So, ihr merkt, deutsches Steuergesetz ist kompliziert. Aber wir haben da zumindest ein bisschen Hilfe. Wir haben auf unserer Webseite Right Capital slash Aktienrechner einen Aktienrechner gebaut, wo ihr einfach viele Parameter eingeben könnt. Wie viel Geld wollt ihr anlegen? Über welchen Zeitraum? Wann wollt ihr Geld wieder entnehmen? Und da wird dann genau der Unterschied verglichen zwischen Auf- und Abbau eines Aktiendepots im Privatvermögen und im Betriebsvermögen. Und es gibt Fälle, da ist man im Privatvermögen besser aufgehoben. Und es gibt Fälle, wo man in der GmbH deutlich besser aufgehoben ist. Generell gilt es, ihr müsst so viel Kapital haben und so gut investieren und so lange investieren,
dass ihr mehr Steuern spart, als euch die GmbH-Konstruktion jedes Jahr kostet. Ich kann euch sagen, so eine GmbH kostet ungefähr 3.000 Euro im Jahr. Und wenn man sich anguckt, das soll sich ja auch richtig lohnen. Wir sagen immer, man sollte sich eine GmbH angucken ab 100.000 Euro und 10 Jahre Anlagehorizont. Aber hier mit dem Aktienrechner könnt ihr es ganz genau herausfinden. Da könnt ihr nämlich auch sowas wie zum Beispiel das Auto als Betriebsausgabe modellieren. So, nächster Punkt, und das ist etwas, was vielen von euch vielleicht schon sehr blöd aufgestoßen ist. Die SPD, allen voran Herr Binding, hat ein ganz tolles Gesetz herausgebracht, was seit 01.01.2021 gilt, und das ist die sogenannte Verlustverrechnungsbeschränkung. Generell ist es nämlich so, dass im Privatvermögen Verluste aus Termingeschäften nur noch bis zu 20.000 Euro im Jahr angesetzt werden können. Das Schöne bei der GmbH ist, dass die nicht der Einkommensteuer unterliegt und dass dort keine Verlustverrechnungsbeschränkung greift. Das heißt, in einer GmbH könnt ihr Termingeschäftsgewinne und Termingeschäftsverluste nach wie vor voll miteinander verrechnen. Wir tauchen hier mal ein bisschen tiefer ein, weil das leider ein sehr komplexes ist. Also zunächst einmal gab es eine Steueränderung 2020. Und zwar geht es hier um Komplettverluste. Das gab es früher nicht, aber ihr könnt heute Komplettverluste, wenn also zum Beispiel mal eine Wirecard insolvent geht, könnt ihr nur noch bis zu 20.000 Euro ansetzen. Es fragt mich nicht warum, das gilt seit Anfang 2020. Seit Anfang 2021, wie ich schon gesagt habe, darf man nur noch 20.000 Euro Verluste verrechnen. Das bedeutet, wenn ihr, wie mal ein einfaches Beispiel, ihr habt 100.000 Euro Gewinne aus einzelnen Trades gemacht und ihr habt 80.000 Euro Verluste aus anderen Trades gemacht, dann habt ihr einen realen Gewinn von 20.000 Euro. Früher wäre das so gewesen, dass diese 20.000 Euro besteuert worden wären mit Abgeltungssteuer, also 26,375%. Und ihr hättet dann gut 15.000 Euro netto übrig gehabt. Heute sieht das anders aus. Heute habt ihr 100.000 Euro Gewinn nach wie vor. Von euren 80.000 Euro Verlust könnt ihr aber nur noch 20.000 Euro ansetzen. Das heißt, ihr habt offiziell einen Gewinn von 80.000 Euro gemacht. Diese 80.000 Euro werden wieder mit 26,375% besteuert, also ungefähr 20.000 Euro. Und auf einmal zahlt ihr mehr Steuern, als ihr überhaupt realen Gewinn gemacht habt. Dieses Gesetz ist ein absoluter Witz. Hat jemand von euch schon seine Steuererklärung für 2021 gemacht? Jetzt wird's nämlich interessant. Die neue Anlage sieht tatsächlich so aus. Und zwar seht ihr, jetzt gibt es diesen Punkt Kapitalerträge, die nicht dem Steuerabzug unterlegen haben. So, und das ist in der Anlage CAP. Ja, und hier müsst ihr jetzt das Richtige eintragen. Und ihr seht dann, hier ist dann nochmal ein schönes Beispiel. Ja. Was passiert? Stellt euch vor, ihr habt mit CFDs und Futures 110.000 Euro Gewinntrades gemacht, 100.000 Verlusttrades. Die tragt ihr dann ein. Dann habt ihr hier 110.000 Euro Einkünfte. Ja. Verluste aus Termingeschäften liegen aber dann bei 20.000 Euro. Daraus habt ihr eben nicht ausgeglichen, dann habt ihr hier die verbliebenen Einkünfte, dann werden die Einkünfte ermittelt, sind 90.000, davon zieht er dann mal den Sparerpauschbetrag ab, das bringt dann auch nicht viel, dann seid ihr immer auch bei 89.199 und dann fällt eine Steuer an plus der Solidaritätszuschlag und dann seht ihr, ihr habt 10.000 Euro Gewinn gemacht und ihr zahlt einfach mal knapp 23.000 Euro Steuern. Das macht gar keinen Spaß und auch keinen Sinn. So sieht das dann aus. Dann seht ihr hier, da tragt ihr die Kapitalerträge ein, Einkünfte aus Stillhaltergeschäften etc., Verluste aus Termingeschäften und dann kommt ihr auf eine Rendite nach Steuern von minus 13%, obwohl ihr eigentlich ein Handelsergebnis von 10.000 Euro vor Steuern hattet. Wie gesagt, dieses Steuergesetz muss mir mal einer erklären. Ich verstehe es nicht. Es ist ein Riesenmist. Ich bin nur froh, dass es eine Lösung gibt, nämlich tatsächlich die GmbH. Aber so sieht seit letztem Jahr oder seit diesem Jahr für 2021 die Anlage CAP aus. So, wir haben auch
für Termingeschäfte einen Steuerrechner. Da könnt ihr auch mal mitspielen. Generell würde ich sagen, die GmbH lohnt sich, wenn ihr mehr als 40.000 Euro Verlusttrades habt. Also Summe an Verlusttrades, nicht Gesamtverlust. Ja, zu den Lösungen. Es gibt da immer so ein paar. Man könnte ins Ausland ziehen, man kann aufhören zu handeln, man kann sich eine neue Strategie überlegen und anfangen, lieber mit Zertifikaten zu handeln. Der ausländische Broker hilft nicht. Ihr bleibt in Deutschland steuerpflichtig und die ausländische Gesellschaft hilft auch nicht. Was allerdings hilft, übrigens ins Ausland ziehen hilft auch, ja. Wenn ihr jetzt wirklich in die Schweiz auswandern wollt. Aber was wirklich bleibt, ist eigentlich die Kapitalgesellschaft und dort entweder die UG oder die GmbH. Wie gesagt, die Aktiengesellschaft funktioniert genauso. Wir sehen es allerdings sehr selten. Vielleicht kurz zu uns. Unser Ziel bei Right ist es, Leuten zu helfen, besser Vermögen aufzubauen. Ich habe das früher im PE vorgesehen. Da durften Kunden ab 5 Millionen Euro investieren. Das fand ich irgendwie sehr unfair. Und reiche Menschen investieren halt besser. Die haben Zugang zu anderen Produkten. Sie haben Zugang zu anderen Produkten. Die haben eine richtige Steueroptimierung und so weiter. Und unser Ziel ist es, das allen Leuten zur Verfügung zu stellen und einfach Kunden dabei zu helfen, besser Vermögen aufzubauen. Das Problematische bei so einer GmbH ist dabei, dass ich auf einmal eine richtige Buchhaltung machen muss. Und das Finanzamt kennt halt keinen Trade, deswegen hilft auch der Kontoauszug des Brokers nichts, sondern man muss alles buchen. Teilverkäufe, Währungsumwandlungen. Wenn ich eine Apple-Aktie kaufe, ist das nicht nur eine Anschaffung von Apple, sondern ist auch eine Anschaffung von US-Dollar. Ich muss also auch Währungskonten führen. Ich habe Quellensteuern, Dividenden, die Finanzierungskosten, Marginzahlung, Gebühren, Neubewertung. All das muss verbucht werden. Klassischerweise macht das der Steuerberater, indem man ihm einen Schuhkarton voller ausgedruckter Trade schickt. Das ist aber nicht praktikabel und das macht es einfach sehr teuer. Wir haben dafür eine automatisierte Wertpapierverbuchung entwickelt, wo ihr euer JFD-Depot anbinden könnt. Wir ziehen alle Daten aus eurem JFD-Depot, generieren Buchungssätze, machen die Jahresabschlussbuchung, transformieren das zu einer Handels- und Steuerbilanz. Das wird in DATEV verarbeitet und dann durch einen unserer Steuerberater verprüft. Und unsere Steuerberater haften dann auch bis 2,5 Millionen Euro dafür. Das Depot zu fügen ist eigentlich ziemlich einfach. Ihr wählt bei Right den Broker aus, dann packt ihr den JFD-Token rein und dann können wir da schon loslegen. Auf der JFD selbst sieht das so aus. Da findet ihr hier im Menü den Punkt Right GmbH. Da findet ihr alles zu unserer Partnerschaft. Und da erfahrt ihr dann auch, wie ihr den Token generiert, den ihr dann anschließend in der Right App eintragt. So, seht ihr hier nochmal. Ja, wichtig ist da eben die Vollständigkeit. Und dann können wir das alles vollautomatisiert machen. Und das bedeutet eben, dass dieser ganze Kopfschmerz, Buchhaltung, Verbuchung jedes einzelnen Trades und jeder Transaktion sehr einfach gelöst ist. So, ich bin durch. Ich freue mich jetzt auf Fragen. Generell ist das so, wir bieten bei Right einen Kundenservice an. Ihr könnt immer auf right.capital ein kostenloses Beratungsgespräch buchen. Ihr könnt uns eine E-Mail schicken an Fragen at Right Capital. Oder wir haben auch tagsüber einen Live-Chat. So, jetzt gehe ich mal in die Fragen rein. So, hier kommt eine Frage, ob kann das Stammkapital von 25.000 Euro direkt auf das Trading-Konto gehen oder muss diese Einlage auf dem GmbH-Konto verbleiben? Die Frage kommt von Paul. Also richtig ist, ihr müsst für eine GmbH-Gründung Stammkapital einzahlen. 25.000 Euro, davon muss wenigstens die Hälfte eingezahlt werden. Aber ihr könnt dieses Geld sofort zum Traden nutzen. Ihr dürft euch das privat nicht zurücküberweisen, das muss also in der Firma bleiben. Aber ihr könnt es dann zum Traden benutzen. Und wenn zum Beispiel Tradingverluste kommen und dann sind nur 15.000 übrig, habt ihr Stammkapital trotzdem eingezahlt.
Von daher ja, das Stammkapital kann voll zum Traden benutzt werden. Dann kommt eine Frage von Sebastian. Also muss ich kein neues JFD-Konto beantragen, wenn ich schon ein JFD-Konto habe? Sebastian, wenn du schon ein Konto hast für eine Gesellschaft, dann musst du kein neues beantragen. Wenn du ein privates Konto hast, müsstest du ein neues Firmenkonto eröffnen, weil eben das ist dann auch ein komplett neuer KYC- und Geldwäscheprozess. Aber wichtig dabei ist eben, dass du wichtig ist eben, dass das sich um ein Firmendepot handelt. So, jetzt kommt eine Frage von Martin. Martin fragt: Wie verläuft die Versteuerung bei Dividenden aus den USA? Wird dann Quellensteuer 15% fällig? Ist sie dann anrechnungsfähig? Ja, generell ist das so, wenn ihr ausländische Quellensteuern zahlen müsst, die werden bei uns alle verbucht und die kann der Steuerberater am Jahresende zurückfordern. Denn die GmbH zahlt eigentlich diese Quellensteuern nicht und die werden dann, warte, ich muss einmal ganz kurz hier noch öffnen, und die werden dann sofort und die werden dann sofort zurückerstattet. Das ist unabhängig davon, ob das in der Schweiz ist oder ob das zum Beispiel privat oder ob das die USA sind. So, guck mal Vielleicht ganz kurz von zurück. mir mal eine Frage. Du hattest vorhin angesprochen, dass es bei dir jetzt auch zum Beispiel, dass du verschiedene Zwecke hast der GmbH. Wie ist denn da die Erfahrung, wenn man jetzt nicht nur Trading oder Vermögensverwaltung als Zweck hat, sondern eben vielleicht noch irgendwelche anderen Zwecke? Wie viel sollte man da miteinander verknüpfen oder wo sollte man Grenzen ziehen und vielleicht eine neue GmbH oder eine andere Unternehmung nochmal zusätzlich gründen? Wie ist da eure Erfahrung? Also generell würde ich immer darauf achten, wenn in so einer GmbH mein Vermögen liegt, dann würde ich gucken, dass ich da wenig Risiken drin habe. Wenn ich von Risiken rede, ich hätte dann keine Mitarbeiter da drin, ich möchte da keine Kredite drin haben, ich möchte auch kein operatives Geschäft drin haben. Ich würde also für alle operativen Geschäfte oder wenn ich Mitarbeiter anstelle, lieber eine Tochter gründen. Das hat auch den Vorteil, wenn man die Tochter mal verkauft, dann gilt wieder der 8b und ihr versteuert auf den Verkaufserlös, zahlt ihr auf 95% des Erlöses keine Steuern. So war das übrigens, als ich 2015 meine Firma Newstore verkauft habe. Da habe ich dann auch tatsächlich nur 1,5% Steuern auf einen siebenstelligen Verkaufserlös bezahlt. Das fand ich damals ganz toll und seitdem bin ich wirklich von der GmbH überzeugt. Generell ist es aber so, ihr solltet jetzt auch nicht für alle Sachen immer eine neue GmbH gründen. Also wenn ihr zum Beispiel Wertpapiere habt und eine einzelne Wohnung, dann lasst das gerne zusammen. Wenn ihr aber 5 Wohn- und Geschäftshäuser habt, dann macht das vielleicht schon Sinn, die zu trennen, weil ihr habt ja mit der GmbH auch immer eine Haftungsbeschränkung. Und ihr wollt nicht, dass es zum Beispiel Probleme in einem Objekt gibt, einen Leerstand. Die Bank pfändet das und auf einmal sind auch alle eure Wertpapiere mit betroffen. Also ich würde das aus einer reinen Risikosichtweise sehen, aber generell auch gleichzeitig gucken, dass ich nicht zu viel Geld ausgebe. Da vielleicht noch mal kurze Zusatzfrage. Du sagst Risikobeschränkung. Wie ist das mit der Nachschlusspflicht bei Derivaten, die man ja, sage ich mal, als Professional ja mal hat? Also als privater Retail-Trader ist es ja mittlerweile zumindest im CFD-Bereich, das wollen Sie im Derivate-Future-Bereich jetzt ja vielleicht auch durchdrücken, dass man quasi geschützt ist vor der Nachschlusspflicht. Ja? Wie ist das als Professional, wenn man ein Professional-Konto eröffnet, was man ja vielleicht als GmbH eigener wäre, wie ist das mit der Nachschusspflicht? Weil da hat man ja doch irgendwo ein Risiko, oder nicht? Ja, genau. Man muss sich halt angucken, was man, also in der Regel ist es so, nur weil man eine GmbH hat, wird man nicht als Professional eingestuft. Es ist nämlich Okay. so, viele unserer Kunden wollen Professional sein und ärgern sich, dass man nur wegen der GmbH dann noch nicht Professional ist. Aber es schwankt natürlich von Broker zu Broker. Ich würde immer da sehr drauf achten, einfach mir die AGBs angucken und wirklich, es ist immer gut, wenn man versteht, was man gerade handelt, ja. Ja, Aber generell okay. ist es nicht so, dass nur weil man GmbH-Konto hat, sofort eine Nachschusspflicht ist. Okay, das ist ja sehr, sehr wichtig, ne, zu wissen auch, weil es ist einer der Punkte, der auch wirklich für CFDs zum Beispiel spricht, auch bei JFT, dass man eben als, sage ich mal, normaler Retail-Kunde, wo man jetzt diesen Status noch behält, auch als GmbH-Eigner, dass man dieses Privileg ebenfalls auch behält. Und es ist ja in meinen Augen immer falsch,
dass man ja gerne als Professional eingestuft werden möchte. Ja, okay, man will einen großen Hebel fahren und da irgendwie Vollgas geben. Ich meine, man hat bis zu einem gewissen Grad, kann das auch Vorteile mit sich bringen, aber in vielerlei Hinsicht ist es in meinen Augen eben gar nicht mal zwingend ein Vorteil. Aber der Vorteil ist ganz, ganz klar in meinen Augen, dass man diese Nachschusspflicht nicht hat, ne? Und wenn man es da richtig macht, hat man da ganz gute Karten oder auch sogar so einen Vorteil, ne? Und super, dass man das eben selbst als GmbH-Eigner dann nicht hat. Ja. Ja, also zumindest bei JFD ist das so. Also bei JFD keine Nachschusspflicht, um das mal ganz klar zu sagen. Ja, prüft das aber bei jedem, also prüft das bei jedem Broker, aber für JFD habt ihr jetzt die Aussage. Genau. Korrekt? Als Retail-Client. Super. Ja, also nicht als Ja. Professional. Retail, ne? Genau. Ja. So, dann Ähm, habe ich eine, ja, willst du noch eine Frage stellen? Gerne. nee, nee, es schließt ja vom, das kannst du aufnehmen. Es geht ja da so ein bisschen Ja. einher da. Ja. Ja. Frank hat noch eine Frage, die kannst du vielleicht beantworten. Ist der Hebel für GmbH-Konten höher bei JFD? Na, das ist im Prinzip genau das. Ne? Wenn man jetzt den normalen Status behält als normaler Kunde, erhöht sich dadurch der Hebel ja nicht. Wenn man allerdings gewisse Kriterien erfüllt, dann kann man sich als Professional listen lassen, wo man durchaus dann auch höhere Hebel wieder handeln kann. Aber wie gesagt, dann ist dieses Privileg, dass man diese Nachschusspflicht quasi nicht nachkommen muss, das ist dann weg. Ja, und man vielleicht hier kurz zur Erklärung. Wenn man im Derivatebereich, im gehebelten Bereich unterwegs ist und es kommen auf einmal große Bewegungen, vielleicht durch Gaps oder durch irgendwelche Punkte oder man hat keinen Stop im Markt oder irgendwas und man hat auf einmal eine große Bewegung gegen sich laufen, dann kann es ja sein, dass das zur Verfügung stehende Kapital weg ist und das theoretisch noch mehr an Verlusten aufgelaufen ist, als ich eigentlich auf dem Konto habe. Und wenn das passiert als Retail-Kunde, dann braucht man diesen größeren Verlust nicht zahlen. Es kann zum Beispiel übers Wochenende ein Worst-Case-Szenario eintreten. Also ich zum Beispiel 9/11 war so ein Punkt, ne, wo am Ende dann auch die US-Börsen geschlossen haben, nach, ich glaube, 1,5 oder 2 Wochen später erst wieder öffneten, eine riesen Lücke dadurch zustande kam zwischen dem Schlusskurs und dem dann folgenden Eröffnungskurs. Und wenn man da long im Markt ist mit einem Derivat, mit einem Hebelprodukt, dann ist das ja desaströs. So, und wenn ich da dann eben diese Nachschusspflicht habe, dann muss ich, wenn es hart auf hart kommt, Riesensummen nachzahlen. Wenn es hart auf, also, ne? Und da gibt es allerdings eben die Möglichkeit, oder das ist gesetzlich verankert, zumindest eben für JFD-Kunden im Retail-Bereich ganz wichtig, dass dann diese Nachschusspflicht nicht zu erfüllen ist. Wenn ich aber einen Professional Account habe, dann ist das mitunter dann doch so. Und da muss man wirklich ganz genau aufpassen. Aber auch da sollte man sich da eben auch nochmal lieber dann eben auch nochmal vom Support beraten lassen, beziehungsweise sich da eben auch nochmal beschäftigen, was das bedeutet am Ende. Ne? Der Hebel ist so, also die Antwort, der Hebel ist nicht zwangsläufig höher, der bleibt so. Okay, so, dann machen wir mit den nächsten Fragen weiter. So, hier kommt eine Frage zum Pricing von Ride. Hier, und zwar von Raffi. Raffi fragt, bei der GmbH-Betreuung fällt eine Einrichtungsgebühr an, wenn man nicht über Ride gegründet hat. Also vielleicht ganz kurz, wir bieten bei uns die Gründung einer GmbH an, den Gründungsservice. Wir bieten auch fertige GmbHs an, sogenannte Vorratsgesellschaften. Und wenn man über uns gründet, dann zahlt man keine Einrichtungsgebühr bei dem Steuerberater. Generell ist es aber so, ein guter Teil unserer Kunden, knapp 40%, kommen mit Bestands-GmbHs. Diese Bestandsgesellschaften müssen einmal 400 € Einrichtungsgebühr zahlen, weil eben alles angelegt werden muss, auch von Seiten des Steuerberaters. Und dann sind die Standardgebühren 1.799 € im Jahr. Das seht ihr auch bei uns auf der Webseite. Und die Wertpapiere verbuchen wir depotgrößenabhängig. Wir rechnen also all eure Depots zusammen, wenn ihr mehrere habt. Und je nach Depothöhe ist es dann eine Jahresgebühr. Die Preise findet ihr einfach auf unserer Webseite. So, jetzt kommt noch eine Frage an dich. Werden bei JFD, beim CFD-Trading, die Kapitalertragssteuern direkt abgeführt? Oder ist das beim CFD-Trading-Konto nicht der Fall? Da reden wir jetzt vom Privat, ne? Bei Firmen führt ihr es ja auf jeden Fall nicht ab. Genau, das muss ich theoretisch nochmal weitergeben, weil ich weiß es jetzt nicht im Aktienbereich, ja. Also im CFD-Bereich an sich
ist es, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, weil ich ebenfalls über Kapitalgesellschaften meine Konten habe. Ich meine, es ist erst nicht so, aber nee, den würde ich weitergeben, die Frage. Da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Schreibt diese Frage bitte nochmal an. Ich gebe mal das in den Chat kurz rein, die Support-Anfrage, und stellt die bitte nochmal extra. Aber guck mal, So. selbst du nutzt eine Gesellschaft zum Traden, ne? Ja, aber auch schon lange, ne? Ich habe auch schon lange Kapitalgesellschaften, und das ist halt einfach besser. Ja, logisch, ne? Ja. So, ich habe hier noch eine Frage von Martin. Martin fragt, ob er seine Frau anstellen kann mit 500 Euro. Also generell kannst du Frau, Kinder, Verwandte, jeden anstellen. Das ist kein Problem. Eine Sache möchte ich bedenken, wenn jemand geschäftsführender Gesellschafter ist, also du bist Geschäftsführer und du hältst über 50% der Anteile, dann bist du Sozialabgabe befreit. Ja, das heißt, du zahlst nur Einkommensteuer auf dein Gehalt und keine Sozialabgaben. Wenn du jemand Fremden, also jemanden von der Straße oder eine Frau, spielt in dem Fall keine Rolle, anstellst, dann ist sie sozialversicherungspflichtig. Deswegen ist das einfach eine Frage. Ich selbst komme auch aus dem Familienunternehmen und ich war in der Firma meines Vaters angestellt, musste immer hoffegen und so weiter und habe kein Taschengeld gekriegt. Das war aber sehr clever von meinem Vater. So, dann kommt hier noch eine Frage. Kann ich meine VV GmbH auch zu zweit mit einem Freund gründen? Ja, Sebastian, kannst du. Also generell ist das so, die meisten unserer Kunden sind Ein-Personen-GmbHs, aber wir haben auch sehr viele Paare und wir haben teilweise auch Trading-GmbHs mit fünf, sechs Gesellschaftern. Das ist also gar kein Problem. So, ich sehe keine Fragen mehr. Habt ihr keine Lust mehr? Wollt ihr alle in den Garten und Eis essen oder kommen noch ein paar Fragen? Ich habe noch Lust. Wir kommen in Richtung Sommer. Ja, da ist der ein oder andere, der sich gern die Aufzeichnung später anschaut und sich jetzt so sagt: Oh, Biergarten ist interessanter als eine VV GmbH-Vorlesung. Ich finde es mega interessant. Also, ich nehme mir, auch wenn ich nicht moderieren würde, würde ich trotzdem hier mit drin sitzen. Aber so ist es manchmal. Aber es kamen ja schon eine ganze Menge Fragen. Also, ich finde das Thema generell sehr, sehr spannend, weil man gerade den Weitblick, wie du ja vorhin sagst, eigentlich sollte man so auf 10 Jahre mindestens denken oder noch ein Stück weiter. Und ich glaube, bei der letzten Präsentation hattest du da auch schon mal den Zinseszins dann angesprochen. Also, wenn man sich hier mal ausrechnet, was man am Ende sich erstmal zwischenzeitlich spart und das wiederum dann diese Ersparnis neu, sei es ja konservativ auch von mir aus anlegt, ja, was man da hinten raus dann rausholt, plus natürlich diese ganzen Benefits mit Firmenwagen und Handy und Laptop und was da eben alles natürlich möglich ist, schon im einfacheren Sinne, ne? Also wenn man da, man kann das natürlich auf alles doch viel weiter treiben und dann auch mit Holding und Stiftung und weiß ich nicht was alles spielen, da geht schon einiges, ne? Aber hier jetzt erstmal wollen wir ja bei den einfacheren Situationen bleiben. Ich finde das super. Da kommt auch gleich noch eine Frage rein. Vererbung, auch interessant. Gibt es da? Ah, ja, tatsächlich. Also hier Martin fragt, wie sieht es bei einer Vererbung, wie sieht es bei der Vererbung einer GmbH aus? Macht eine GmbH auch vor diesem Hintergrund Sinn? Ich finde ja. Also generell ist das so, GmbH-Anteile werden ganz normal vererbt. Das heißt, ihr habt ein, ihr könnt sie auch und ihr könnt sie auch verschenken. Und ihr habt dann dort pro Elternteil und Kind einen Freibetrag von 400.000 Euro. Wir haben tatsächlich, und das ist halt relativ einfach, ja, weil eine GmbH ist ja fraktional, die hat ja 25.000 Anteile. Und wir haben tatsächlich auch den Fall, wo der Vater eine GmbH mit seinen zwei Töchtern hat und einfach immer GmbH-Anteile schenkt. Das Schöne ist, man kann dann wirklich das gesamte Portfolio erhalten. Also man muss dann nicht, also man gibt einfach nur die Gesellschafteranteile Stück für Stück ab oder im Todesfall halt auf einmal. Oder bei Immobilien muss die Immobilie nicht verkauft werden, sondern jeder kriegt halt die Shares an der GmbH. Das heißt, viele unserer Kunden nutzen die GmbH auch wirklich als Familienvehikel für den Familienbesitz. So, hier kommt noch eine Frage. Kann ich Verluste aus dem Vorjahren als privater Trader an eine GmbH verkaufen, die die Verluste dann verrechnen darf? Nein, das geht nicht.
Und zwar, ihr dürft auch Kosten erst ab der Gründung ansetzen. Also wenn ihr im Januar eine Fortbildung macht, die euch und im März die GmbH gründet, dann könnt ihr die Januarkosten für die Fortbildung nicht mehr in die GmbH bringen. Also wirklich erst ab dem Moment, wo die GmbH existiert. So, hier kommt noch eine Frage von Bodo beim Erbe. Wie ist das dann mit dem Pflichtanteil? Nee, also der Pflichtteil greift immer, es sei denn, der Erbe hat nur vor einem Notar auf seinen Pflichtteil verzichtet. Aber diese ganzen Regeln werden nur dadurch, dass man Gesellschaftsanteile hat, nicht außer Kraft gesetzt. So, dann kommt eine Frage. Frisst eine späte Liquidierung der GmbH nicht die vorgesammelten Vorteile wieder auf? Also, die Frage kommt von Klaus-Peter. Generell ist das so, wenn ihr Geld in die GmbH bringt, dann solltet ihr das als Gesellschafterdarlehen tun. Dann kriegt ihr nämlich, wenn die GmbH Gewinne hat, kann die das Gesellschafterdarlehen tilgen und dann kriegt ihr schon mal allen Einsatz steuerfrei wieder raus. Ihr habt aber ja einen Zinseszinseffekt. Wenn ihr zum Beispiel auf eine Aktie nur 1,5% zahlt und legt das Geld wieder neu an, dann kommt durch den Thesaurierungs- und Zinseszinseffekt am Ende viel höhere Summen raus, als wenn ihr es die ganze Zeit privat hättet. Auch die ganzen Kosten, die ihr da reinschiebt, vom Laptop bis zum Auto, der Vorteil bleibt immer. Wenn ihr dann am Ende liquidiert, dann müsstet ihr Teileinkünfteverfahren zahlen. Generell ist das so, dass ihr aber bis dahin eigentlich mehr Vermögen aufgebaut habt. Das ist wie eine Spardose, ja? Solange ihr Geld drin lasst, liegt das da gut und vermehrt sich schneller, als wenn ihr es nicht drin habt. So, am Ende kann es sein, dass ihr dann eine höhere Steuersumme zahlt, aber dann habt ihr auch deutlich mehr Vermögen. Wie ich aber vorhin gesagt habe, ist es auch ganz oft so, dass diese GmbHs nie geschlossen werden, sondern eher dann im Erbfall an die nächste Generation übergeben werden. So, ich glaube, damit haben wir es für heute, oder? Genau, also hier kam jetzt nicht mehr, also ich vielleicht auch nochmal zu diesem Punkt Liquidierung, also so sehe ich das auch, ne? Ich habe ein paar Freunde, die das auch quasi teilweise über GmbHs oder über andere Lösungen sehen, die sagen auch, das soll gar nicht, also die denken gar nicht darüber nach, dass man das irgendwann liquidiert, sondern das ist jetzt schon auch für die Zukunft angelegt, also dass man eben das weiterzieht über die Kinder drüber hinaus und da dann eben auch teilweise die privaten Immobilien irgendwo mit eingepflegt hat, also richtige Konstrukte, wo ihr, denke ich, auch die besten Ansprechpartner seid und da für jeden, und da geht es halt wirklich ins Individuelle, ne? Weil man kann viele Dinge gar nicht pauschalisieren, weil bei dem einen ist das so, bei dem anderen ist das so, die einen sind nur angestellt, bei den anderen ist einer selbstständig, einer angestellt, da muss man ja so viel beachten. Und von daher, ja, sicherlich, wenn man am Ende wirklich sagt, das ist jetzt meine Rente, die will ich verpulvern, dann kommt natürlich ein Batzen Steuern, aber selbst da gibt es, denke ich, auch noch andere Lösungen und Wege. Ne? Stiftung, genau, da kommt von Christian ein Stichwort, was auch interessant ist. Ne? Ja, also jetzt kommt noch eine Frage. Das heißt, bei CFD zahle ich zunächst 30% in der GmbH und dann meine mögliche Ausschüttung nochmal 25%. Den Zahn muss ich ein bisschen ziehen. Es ist so, man zahlt 30% auf die Gewinne, die übrig bleiben. Also nicht auf den CFD-Gewinn, sondern erstmal alle Kosten wieder abziehen. Und wenn ihr das dann den Gewinn ausschütten würdet, dann würdet ihr privat nochmal 25% Abgeltungssteuer zahlen. Ihr habt aber eine andere Möglichkeit. Ihr könnt euch einfach anstellen und wenn ihr angestellt seid, dann sind das Kosten der GmbH. Ihr zahlt also nie mehr als Einkommensteuer. Ja, das ist sozusagen der Worst Case. Und wie gesagt, ist es eben so, dass auch es erstmal auf die Gewinne angeht. Also ich kann nur sagen, in meinem Fall, mein Auto, mein Laptop, mein Handy, das ist alles steuerfrei. Ja. Am Ende, Wie ist, ja, sag gerne nochmal, bevor ich die nächste Frage mache. Ist es ja quasi den Luxus, den man sich fürs Leben gönnt, der jetzt ganz schwierig ins Steuer, also als Kosten, sage ich mal, gegengerechnet werden kann. Das ist ja das, was am Ende dann eben auch als Gehalt quasi ausgezahlt wird, was man benötigt halt zum Leben. Alles andere würde ja theoretisch in der GmbH bleiben. Ja. Hier gibt es auch die Frage von Christian, wie ist es steuerrechtlich mit der Gründung einer Stiftung? Ich kann dazu gern mal ein eigenes Webinar machen, falls das interessant ist hier bei JFD. Aber ganz kurz gesagt, eine Stiftung zahlt keine Gewerbesteuer. Das heißt, du hast einen Steuersatz von 15%.
zahlt alle 30 Jahre eine fiktive Erbschaftssteuer. Und was aber interessant ist, die wird im Trading behandelt wie eine Privatperson. Das heißt, die Stiftung kann weiterhin nur 801 Euro ansetzen und du hast die Verlustverrechnungsbeschränkung. Deswegen haben wir viele Kunden, die aktiv traden, wo die GmbH eine Tochter der Stiftung ist. So, ich weiß, es ist wahrscheinlich eine unbefriedigende Antwort in der Kürze, aber zur Stiftung kann ich wirklich noch eine Stunde reden. Mache ich gern ein andermal. Ja, oder du findest wahrscheinlich auch auf unserem YouTube-Kanal, findest du eine Videoserie zur Familienstiftung. So, dann noch eine Frage an dich von Steffen. Wo kriegen unsere Teilnehmer am Ende die Aufzeichnung her? Erstmal direkt, wobei stimmt gar nicht. Das letzte Video haben wir auf dem YouTube-Kanal drauf. Ich werde, denke ich, auch das jetzt hier wieder hochladen. Aber wir sind gerade dabei, nochmal eine Landingpage zu bauen, wo ihr im Nachhinein nochmal gebündelt alle Aufzeichnungen bekommt. Also wir zeichnen auf jeden Fall jeden Part auf. Und ich hoffe, dass es übernächste Woche schon fertig ist, bevor wir uns das nächste Mal hören, dass wir die Landingpage fertig haben und dann bei der nächsten Veranstaltung diese dann auch schon präsentieren können. Und dann werden die da sukzessive hochgeladen. Und dann habt ihr dort das Ganze gebündelt, diese Veranstaltung jetzt, um sie auch schnell dann nochmal abrufen zu können, werde ich einfach nochmal auf den YouTube-Kanal hochladen. Das wird heute Abend oder morgen passieren. Ich muss das immer erst rendern lassen und dann hochladen. Das dauert immer ein paar Minuten und dann ist es aber erstmal auf dem YouTube-Kanal dann zu finden. Ja. Perfekt, super. So, dann sage ich an dieser Stelle noch einen schönen Abend. Ja, genießt es. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, meldet euch gern bei uns oder auch bei JFD. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Vielen lieben Dank, hat mir auch gefallen und Stiftung merken wir uns. Das finde ich nämlich auch noch als sehr, sehr interessant und ein sehr, sehr schönes Thema. Okay. Machen wir gerne. Perfekt. Vielen, vielen Dank dir, viel Spaß euch mit der Community heute in Frankfurt. Ja, bis zum nächsten Monat spätestens. Tschüss, Felix. Bis dann.